So, hallo ihr Lieben. Das ist jetzt mal wieder ein Experiment. Ich habe eben versucht, ein Video hochzuladen, aber das hat nicht funktioniert und deshalb mache ich jetzt diese Direct-Upload-Geschichte hier. Ich habe nämlich Post bekommen, das wollte ich euch unbedingt erzählen und zeigen. Ich hatte drei Briefe in die Tasche, ja. So, so große. Und die kamen von cdwow.net. Das sind die Postumschläge gewesen. Und da waren CDs drin, drei Stück. Ich habe bei cdwow was bestellt. Und ich habe mich tierisch drüber gefreut und deshalb wollte ich euch dann teilhaben lassen. Ich war mal klein. cdwow ist übrigens ein CD-Internet-Ding-Händler. Das ist total toll. Mir gefällt das sehr gut da. Ja, das ist sehr günstig, man kann sehr gute Angebote, man muss nur immer relativ lange auf eine Ware warten, aber dafür zahlt man keine Portokosten und hat viel Spaß. Naja, also erstmal habe ich für 1,99 € den Jumpin' In Soundtrack mir bestellt, weil ich den Film nicht versucht habe, der ist heute angekommen. Dann habe ich The Twiggles mit Go Bananas, da sind Kinderlieder drauf über Tiere. Und jetzt fragt ihr euch, warum kauft er sich sowas? Ich habe ihn gekauft, weil da Kylie Minogue auf einem Lied mit bei ist. Und diese CD bekommt man bei uns nicht. Und das ist halt das Coole auch an cdwow. Man bekommt die Dinge aus anderen Ländern auch. Also UK-Imports in erster Linie. Und das ist eine coole Sache. Und hier habe ich jetzt 5,99 € dafür bezahlt. Ein Album mit 26 vier Kinderliedern. Unter anderem halt ein Song, den Kylie Minogue mitgesungen hat. Monkey Man. So, und dann, worauf ich mich unglaublich sehr, sehr gefreut habe, das neue Mika-Album ist da. Und ich habe mir die Deluxe Edition bestellt. Und wir sehen, es sind zwei. Die eine CD ist jetzt gerade im Notebook. Warte, ich muss anmachen, guck mal, was funktioniert. Hört ihr das? Okay, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Lassen wir das mal. Mika mit seinem neuen Album Gebäude in Little Match. Ich habe 13,99 € bezahlt für diese Deluxe Edition, in der halt einmal das normale Album drauf ist, mit We Are Golden, kennt ihr vielleicht, und demnächst kennt ihr auch Blame It on the Girls, das wird sein zweites Single sein, wenn es heißt, und eine Live-CD mit 17 Live-Liedern, und das ist total cool, und darüber habe ich mich sehr gefreut. Kauft euch alle dieses Album, das ist total gut. Ich habe sehr viel Spaß. Wenn euch das erste Album gefallen hat, dann gefällt euch das hier auch. Ja, ich mache jetzt hier mal Schluss. Ich weiß nicht, wie die Qualität dieser Videos ist. Deshalb wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, ich kriege das irgendwann im Griff, dass ich wieder vernünftige Videos hochladen kann. Macht's gut, ihr Lieben.